Hallo meine lieben Freunde auf YouTube, hier bin ich wieder, euer Torg. Ich grüße euch recht herzlich, heute zu dem Spiel Lemmings. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich jetzt hier beim Zocken. Nur halt, dass ihr zuschaut und ich spiele. So. DMA Design. So, das war das kurze Intro der Lemminge. Lemminge. Hört ihr das Diskettengeräusch? Geil, oder? Das ist Retro-Feeling schlechthin. Lemmings. Das spielt man mit der Maus übrigens, ne? Werdet ihr ja gleich sehen. Oh, ich muss eine Diskette wechseln. Sekunde bitte. Guckt euch mal die Lemmingshand an. Okay, weiter geht es. Titelbild Lemmings. Wir machen direkt einen Spieler. Diskettengeräusch. Zu geil, Leute. Zu geil. Oder wie würde die Rena jetzt sagen? Geilo. Ich grüße dich übrigens jetzt hier in dem Video mal. Okay, und los geht's. Let's go. Musik ist so geil. Man kann es auch ein bisschen schneller einstellen. Aber sie sind schon alle draußen. Dann hätte es gar nicht schneller machen brauchen. Boing. Yo, you needed 10% und ich habe gerettet 100%. Na, wenn das mal nicht eine geile Quote ist. Geilo. Und weiter geht's mit Level 2. Ja, ich spiele gerade Lemmings auf einem Amiga-Emulator. Normalerweise hatte ich sonst immer WinUAE benutzt, aber mein Favorite-Emulator ist mittlerweile Amiga Forever geworden. Amiga Forever basiert auch auf den Einstellungen von WinUAE, aber es ist einfach einfacher gemacht. Ja, es ist einfach benutzerfreundlicher. So, jetzt muss ich aber schnell die Lemminge mit einem Fallschirm ausrüsten. Und gleich haben wir es geschafft. Und Level geschafft. Was steht da? Superb. Superb mit einem B hinten, komisch. Englische Sprache aus Ausgabe. So, Level 3. Tailor made for blockers. 10% to be saved.
5 Minuten haben wir Zeit. Ah, das kriegen wir hin, ne? Ich denke, das kriegen wir hin. Und weiter geht's. Level 3. Let's go. Oh, die Musik ist auch schön. Meine grünen Lemminge. Grüne Haare, Lemminge. So, das geht so rum. Und dann Stopper. Nein, ich habe einen verloren. Oh, nicht aufgepasst. Egal, macht nichts. Wir brauchen dann, jetzt kann er schneller einstellen wieder. Okay, da oben kommt die Kolonie. Kolonne, meine ich. Und ab geht's. Das ist ein richtiges Kinderspiel, kann man sagen. Macht Spaß und ist wie die Kinderüberraschung. Kinderüberraschung ist ja auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. So ist dieses Spiel meiner Ansicht nach genauso ein Kinderspiel, was auch Erwachsene spielen können. So, jetzt sind sie alle drin. Was machen wir jetzt mit den restlichen, mit den Stoppern? Wisst ihr es? Ganz einfach, die jagen wir in die Luft. Achtung! Und die restlichen Lemminge per Bombe getötet. Alles klar. So, jetzt habt ihr das gesehen. Am Ende zeige ich immer gerne die Einstellungen von Amiga Forever. Mal gucken, ob man das jetzt auch hinbekommt. So. Okay, Sekunde. Und hier sind wir. Jetzt machen wir hier Turn off. Lemmings. Edit. Konfiguration. Modell Amiga 500. ROM 1.2. Kompatibilität Custom. CPU 68.000er. Original Speed. Und beim Media sind die zwei Disketten drinne, wobei die in Diskettenlaufwerk 2 nicht richtig funktioniert hat. Egal, die habe ich dann manuell ausgetauscht. Gut, schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich sehr, dass ihr bis hier geschaut habt. Gebt dem Video doch einen Daumen hoch oder einen Kommentar oder ein Abo sogar. Alles würde mich freuen. Ich bin euer Amiga-Fan, Jörg, Torg oder wie auch immer, wie ihr mich nennen wollt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Na, wie heißt es, Leute? Der Torg spielt ein Computerspiel. Okay, macht's gut und wir sehen uns. Bye, bye.